Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein leistungsfähiges Gesundheitssystem und gleichzeitig stabile Beiträge zu den Krankenkassen. Beide Ziele will die Bundesregierung mit ihrer geplanten Gesundheitsreform erreichen. In der ersten Lesung des Gesetzentwurfs versicherte Gesundheitsministerin Fischer heute im Bundestag noch einmal, die Qualität der Versorgung bleibe gesichert. Für die CDU geht die Reform dagegen zulasten der Patienten und der Beschäftigten im Gesundheitssektor. Gesundheitsministerin Andrea Fischer kam spät zur Debatte und war dementsprechend einsilbig. Umso wortreicher verteidigte sie anschließend im Plenum ihre im Vorfeld viel kritisierte Reform. Es sei ein Etikettenschwindel der Opposition, so zu tun, als bliebe das derzeitige Gesundheitssystem auf Dauer finanzierbar. Ich meine, dass wir mit Reformen dieses System für die Zukunft fit machen müssen. Und zu einer modernen Gesundheitsreform gehört als allererstes und oberstes Ziel, dass die Patienten im Mittelpunkt stehen, dass das Gesundheitswesen nach ihren Bedürfnissen ausgerichtet werden muss. Die Eckpunkte der Reform. Vorgesehen ist ein Globalbudget, über das alle Kosten des Gesundheitssystems gesteuert werden. Die Krankenhausfinanzierung geht bis zum Jahr 2008 von den Ländern auf die Kassen über. Und die Hausärzte werden als Lotsen im Gesundheitssystem gestärkt. Vor allem beim Globalbudget unterstellte die Opposition der Regierung Reglementierungswut ohne effektiven Nutzen. Sie werden am Ende eines erreichen, Frau Ministerin Fischer, was noch keinem Gesundheitspolitiker vor Ihnen gelungen ist, nämlich steigende Beitragsbelastungen der Versicherten und gleichzeitig eine Verschlechterung der Leistungen für die Kranken. Sie treiben die Patienten einfach dahin, dass sie einfach gewisse Leistungen nicht mehr bekommen. Und das ist das Brutale. Ein Budget grenzt aus. Die SPD dagegen glaubt, über mehr Wettbewerb zwischen den Kassen und vorhandene Einsparreserven das Behandlungsniveau auch künftig halten zu können. Der vorliegende Entwurf erhöht keine einzige Zuzahlung, grenzt keine einzige Leistung aus und steuert gleichwohl das Ziel an, die Beitragssatzentwicklung zu stabilisieren. Die Opposition habe bisher, so Dressler weiter, keinerlei Alternativkonzept zur Reform vorgelegt. Die Bündnisgrünen streiten weiter über ihren künftigen Kurs. Nach einer Gruppe junger Realos haben jetzt auch junge Politiker vom linken Parteiflügel ein Positionspapier veröffentlicht. Sie fordern darin, soziale Gerechtigkeit, demokratische Grundrechte und Umweltschutz müssten die Schwerpunkte grüner Politik bilden. Auch die Kontroverse um Umweltminister Trittin ist immer noch nicht ausgestanden. Die Grünen sind um Schadensbegrenzung bemüht. Der parteiinterne Streit um den Umweltminister hat ihnen genug geschadet. Die Fraktionsspitze will, dass endlich Ruhe herrscht. Ich kann mir nur wünschen, dass dieses dumme Gequatsche aufhört und dass die Grünen sich nicht öffentlich zerlegen. Jürgen Trittin wies alle Angriffe auf seine Person als unqualifiziert zurück. Doch nach den Rücktrittsforderungen vom Vortag legte die finanzpolitische Sprecherin allen Appellen der Parteispitze zum Trotz noch einmal nach. Es ist eine Frage der Leidensfähigkeit eines Ministers, wie weit man geht. Trittin hat auch Fehler gemacht, das ist bekannt. Und es muss hier eine gute Lösung gefunden werden. Das haben die Parteigremien zu verantworten und nicht die Fraktionen. Aus der Parteizentrale war zu hören, dass deren Sprecherin zur Fraktionsspitze gebeten wurde. Auch sie solle dafür sorgen, dass die unselige Personaldiskussion nicht weitergeführt werde. Also ich denke, das ist jetzt sehr klar geworden, dass wir jetzt Schluss machen wollen mit dieser Personaldebatte. Das muss auch zwingend sein. Wir haben wirklich genügend Schwierigkeiten, dass wir uns mit diesen Personalfragen nicht belasten dürfen. Zu den Schwierigkeiten zählt der Richtungsstreit unter den jungen Grünen. Nach dem Papier der Realos veröffentlichten heute die Linken ihr Gegenpapier. Während die einen die Zukunft der Grünen mehr in der Mitte sehen, fordern die anderen: Wir wollen die FDP nicht beerben, sondern wir wollen in die Generationenlücke bzw. in die Gerechtigkeitslücke bei der SPD. Und das heißt soziale Gerechtigkeit, und da müssen die Grünen mehr Profil zeigen. Mit der Verquickung von öffentlicher Demontage ihres Umweltministers und den Richtungskämpfen der Jungen bieten die Grünen derzeit eher das Bild der Zerrissenheit als das eines starken Koalitionspartners.
Im zweiten Anlauf wählte der Bundestag heute den grünen Abgeordneten Ströbele in das neu geschaffene Kontrollgremium für die Geheimdienste. Vor einer Woche hatte der Berliner Anwalt, der zum linken Spektrum der Grünen zählt, die notwendige absolute Mehrheit noch verfehlt. Offenbar hatten auch Parlamentarier der Koalition gegen ihn gestimmt. Dem Kontrollgremium gehören 9 Abgeordnete von SPD, Union, Grünen und FDP an. Die PDS ist nicht vertreten. Der Bund und das Land Berlin haben sich auf ein gemeinsames Konzept für die Sicherheit im Regierungsviertel der Hauptstadt verständigt. Wie Innenminister Schily sagte, soll die Polizei sichtbar präsent sein, um eine ungestörte Arbeit von Parlament und Regierung zu gewährleisten. Dafür werden unter anderem 1500 Beamte des Bundesgrenzschutzes eingesetzt, ein Drittel mehr als in Bonn. Letzter Amtstag des scheidenden Bundespräsidenten Roman Herzog. In der Bonner Villa Hammerschmidt ehrte das Staatsoberhaupt am Abend 9 Spitzenpolitiker mit Verdienstorden. Die Ausgezeichneten sind Bundestagspräsident Thierse, Bundeskanzler Schröder, der bayerische Ministerpräsident Stoiber sowie die Regierungschefs 6 weiterer Bundesländer. Herzog hob hervor, die Geehrten hätten sich besondere Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland erworben. Morgen, nach seiner Vereidigung, wird Johannes Rau das höchste Staatsamt von Herzog übernehmen. Nach monatelangem Tarifstreit ist jetzt im Einzelhandel der erste Abschluss perfekt. In Berlin erhalten die Beschäftigten vom 1. August an 3% mehr Lohn und Gehalt. Außerdem einigten sich Arbeitgeber und die Gewerkschaften HBV und DAG auf Regelungen zur Altersteilzeit. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten. An den Aktienmärkten wurde heute mit Spannung der Beschluss der US-Notenbank über eine mögliche Zinserhöhung erwartet. Die Börse schloss ungeachtet der noch ausstehenden Entscheidung im Plus. Der Aktienindex DAX legte 18 Punkte zu und stieg auf 5.378. Der Euro gab wieder etwas nach. Der Referenzkurs lag bei 1,0328 $. Das entsprach einem Dollarkurs von 1,8937 €. In Nordirland sind die Verhandlungen zwischen Protestanten und Katholiken in der entscheidenden Phase. Bis Mitternacht hat Großbritannien ihnen noch Zeit gegeben, eine gemeinsame Provinzregierung zu bilden und so das Friedensabkommen umzusetzen. Premierminister Blair und sein irischer Kollege Ahern drängten in Belfast schon seit Tagen auf einen Kompromiss. Es geht vor allem um die Frage, wann die IRA damit beginnt, ihre Waffen abzugeben. Lasst uns nicht im Stich, singt ein Chor aus katholischen und protestantischen Kindern vor dem Stormont Castle, wo heute Nacht über die Zukunft des nordirischen Friedensprozesses entschieden wird. Die Mahnung soll die Politiker daran erinnern, dass die Mehrheiten in beiden Gemeinden den Frieden wollen und sie ihn nicht verhindern sollen. Es ist der Entscheidungstag für beide Regierungen und die Politiker. Es ist D-Day für die Bevölkerung dieser Insel. D-Day? For the people of this island. Hier werden zum ersten Mal die Waffen einer loyalistischen Terrorgruppe im Rahmen des Friedensvertrages zerstört. Dazu ist die IRA bisher aus symbolischen wie prinzipiellen Gründen nicht bereit. Die letzte Hürde vor der Bildung einer nordirischen Regierung. Die nationale Bewegung muss sich heute entscheiden, ob sie eine Partei oder eine Armee sein will. Beides kann sie nicht bleiben. Hier wurden während der Friedensverhandlungen 2 Leichen von IRA-Opfern entdeckt. Vor 21 Jahren getötet. So lange wussten die Angehörigen nicht, wo sie verscharrt worden waren. Eine seelische Grausamkeit und ein Beispiel dafür, wie tief die Gefühle hier verletzt sind und wie lange es dauern wird, die Wunden zu heilen. 4 Stunden vor Ablauf des Ultimatums weiß hier keiner, wie ein Kompromiss aussehen könnte. Andererseits kann sich niemand vorstellen, dass der Friedensprozess morgen tot ist, nachdem über 90% des Weges zurückgelegt sind. Wahrscheinlich ist ein Formelkompromiss. Zeitgewinn statt Problemlösung. Mit dem Wiederaufbau im Kosovo haben sich heute in New York die Außenminister von 18 Staaten befasst. Dabei geht es um die Umsetzung des zivilen Teils der UN-Kosovo-Resolution. UN-Generalsekretär Annan, der zu dem Treffen eingeladen hatte, forderte zur Wiederherstellung der Sicherheit die schnelle Entsendung einer internationalen Polizeitruppe. Die Außenminister aus 16 Ländern waren sich einig. Die Aufgabe der UNO, ein Land wie das Kosovo zu verwalten, dort von Grund auf. Die Außenminister aus 16 Ländern waren sich einig. Die Aufgabe der UNO, ein Land wie das Kosovo zu verwalten, dort von Grund auf Recht und Ordnung einzuführen, ist gewaltig. So fehlte es im New Yorker Hauptquartier nicht an ermutigenden Worten für die UNO.
Allerdings ließen manche Politiker auch ihre Ungeduld spüren. Wir müssen heute dafür sorgen, dass die zivile Seite Schritt hält mit unseren militärischen Erfolgen im Kosovo. Die UNO hat mit dem Aufbau einer internationalen Polizeitruppe begonnen. Bis jedoch die geplanten 3000 Polizisten im Kosovo stationiert sind, werden noch Wochen vergehen. Ich habe die Mitgliedstaaten zur Mitarbeit aufgerufen und sie gebeten, so schnell wie möglich die Hilfskräfte zu mobilisieren, die sie angeboten haben. Auch Deutschland drängt die UNO zu schnellem Tempo. Allerdings mochte sich Außenminister Fischer nicht festlegen, mit wie viel Geld der UNO-Auftrag unterstützt wird. Von den aus Deutschland zugesagten 200 Polizisten für das Kosovo ist noch keiner auf dem Balkan eingetroffen. Fischers Bewertung? War dieses ein sehr, sehr wichtiges Treffen und wir können jetzt an die praktische Umsetzung verstärkt herangehen. Vielen Dank. Die UNO soll ein ganzes Land neu aufbauen, die Schulen, die Justiz, die Verwaltung, den Grenzschutz, die Hospitäler. Eine gigantische Aufgabe, für die es heute viele warme Worte, aber wenige konkrete Hilfszusagen gab. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Robinson hat bei ihrem Besuch im Kosovo einen besseren Schutz für Minderheiten gefordert. In Pristina traf sie mit Vertretern von Menschenrechts- und Hilfsorganisationen zusammen. Zudem forderte Frau Robinson eine schnelle Aufklärung über die Zahl der in Serbien festgehaltenen Kosovo-Albaner. Nahe der Stadt Matigan besuchte sie eine Stelle, wo ein weiteres Massengrab vermutet wird. Nach Angaben des Kriegsverbrechertribunals in Den Haag verdichten sich Hinweise darauf, dass die Kriegsverbrechen serbischer Soldaten systematisch vorbereitet worden sind. Für die kurze Filmunterbrechung bitten wir um Entschuldigung. Angesichts des wachsenden innenpolitischen Drucks zeigt die jugoslawische Regierung offenbar Wirkung. Ministerpräsident Bulatovic hat das Belgrader Parlament für morgen zu einer Sondersitzung einberufen. Eingeladen sind alle im Parlament vertretenen Parteien. Wie es heißt, soll es dabei um eine Umbildung der Regierung gehen. In den letzten Tagen waren die Forderungen nach einem Rücktritt von Präsident Milošević im Lande lauter geworden. Unter dem Titel Verlorene Erde bringt das Erste heute Abend um 21.40 Uhr eine Reportage über das Amselfeld und die Serben. Wie hier in Mönchengladbach sind nach dem Todesurteil gegen den PKK-Führer Öcalan in zahlreichen deutschen Städten Anschläge auf türkische Einrichtungen verübt worden. Dabei wurden in der vergangenen Nacht mehrere Menschen leicht verletzt. In Sindelfingen erlitt ein Mann Schuss- und Stichwunden. Mehrere Feuer wurden in Wuppertal gelegt. Unbekannte schleuderten Brandsätze in türkische Reisebüros und in Räume von Kulturvereinen. Der Bonner Geheimdienstkoordinator Urlau machte die PKK für die Taten verantwortlich. Gegen das Todesurteil protestierten Kurden in mehreren Bundesländern. Boris Becker beendet seine Karriere als Tennisprofi. Nach dem Aus heute in Wimbledon gegen den Australier Patrick Rafter erklärte er seinen Rücktritt und fügte hinzu, dies war mein letztes Tennismatch. Das Spiel gegen Rafter hatte für Becker noch verheißungsvoll begonnen. Er schaffte ein schnelles Break, gab dann aber den Satz 3-6 ab. Auch in den beiden folgenden Sätzen hatte er Schwierigkeiten mit seinem Aufschlag und verlor glatt mit 2-6 und 3-6. Nach einem kurzen Händedruck mit Rafter verabschiedete er sich von dem Publikum, machte noch einmal einen Diener vor der königlichen Loge, gab einige Autogramme und verließ dann den Rasen, auf dem er dreimal triumphiert hatte. Wenn man knapp verliert, schmerzt es noch mehr und man kommt dann vielleicht auch wieder in die Ecke, wo man fragt, bist du doch noch gut genug und kannst vielleicht doch weiterspielen. Aber heute war es klar und deutlich, dass es Zeit ist, dass ich aufhöre. Wir müssen top alles. Sicherlich auch aus Ihrer Sicht. Werden Sie trotzdem noch in Stuttgart antreten? Nein, ich werde nicht mehr in Stuttgart antreten. Das war mein letztes Match heute. Die einzigartige Karriere des Boris Becker endete also genau dort, wo sie vor 14 Jahren begonnen hatte, auf dem Center Court von Wimbledon. Als Tennis-Teenie gewann der Leimener das berühmteste Turnier der Welt, eine Sportsensation. Boris Becker hatte damit eine Lawine losgetreten, wurde zum Idol einer ganzen Nation. Jeder fieberte mit, wenn Boris mit feurigem Talent den Schläger schwang. Insgesamt dreimal gewann er Wimbledon, war die Nummer 1 der Welt, triumphierte bei den US und den Australian Open, wurde mehrfach Sportler des Jahres. Erst mit den Erfolgen von Boris Becker wurde Tennis in Deutschland zum Volkssport. Jetzt hat sich der Kreis geschlossen. In seinem Wohnzimmer Wimbledon zog Boris Becker den Schlussstrich als Tennisprofi.
Steffi Graf ist in Wimbledon problemlos ins Viertelfinale eingezogen. Nach der langen Regenpause holte sie heute in nur 7 Minuten die fehlenden Punkte gegen die Belgierin Kim Clijsters. Morgen trifft sie auf die Amerikanerin Venus Williams. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch: Ziehung A 3, 16, 20, 30, 37, 45, Zusatzzahl 14. Ziehung B 4, 7, 23, 31, 35, 42, Zusatzzahl 43, Superzahlen 3 und 1. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 9, 0, 8, 1, 3, 3, 8. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 4, 8, 2, 1, 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 1. Juli. Hochsommerwetter erst am Wochenende. Das Tief bei Schottland zieht langsamer ab als erwartet. Durch den Regen ist die Luft sehr feucht und damit reich an Wolken. Sobald der Wind auf Süd dreht, kann trockene Luft zu uns strömen. Dieser Austausch findet aber nun doch erst am Freitag statt. Weitere Gewitter und Schauer heute Nacht östlich und nördlich der Elbe. Im Laufe des Tages zwischen Thüringer Wald und Berchtesgadener Land. In Süddeutschland viel Sonne, in der Mitte und im Norden kaum sonnige Momente. Der West- bis Nordwestwind weht schwach, mitunter auch mäßig. An den Alpen kühlt die Luft auf 9 Grad ab, an Spree, Elbe, Main und Oberrhein 15 Grad. Am Tag 18 Grad auf Sylt, 21 in Hamburg, 23 in Frankfurt und München, 25 Grad in Freiburg. Sehr warme Mittelmeerluft treibt die Temperaturen in die Höhe. Am Samstag viel Sonne bei 20 Grad im Norden. Im Süden 33 Grad. Sonntagnachmittag brauen sich am Rhein Gewitterwolken zusammen. Am Oberrhein 34 Grad.